Scheiße. Liegt schon ein Stück Wolle dort. Gut, das heißt, ich übernehme die Seemaschine. Achso, in der Seemaschine sitze ich jetzt gerade drin. Achso, du, okay. Ich dachte, du bist, warst jetzt schon, bist schon angefangen jetzt, deswegen. Achso, nein, nein. Okay. Es hat jetzt so ausgeschaut, als hätte es blockiert jetzt bei dir. Da fangst du gar nicht hier an? Ich zeichne mal, ich mach mal den Rand und dann. Ach so. Dass ich weiß, wo ich da unten Kurve fahren muss. Weil die Ecken, was sie die. Das heißt, du zeichnest, dass du das noch nicht richtig. Ja, ich zeige nur die Ecken und dann fahre ich. Okay. Und von wo fährst du weg? Von hier oder Ja, von oben dann. Okay. Und Weizen passt jetzt, das mal anbauen. Ja, dann haben wir nämlich für Hühner gleich und dann so gleich für Kuh. Die Runde habe ich jetzt fertig. Achso, das steht ja davon noch. Ich stehe davon noch. Ich dachte, du musst da noch mal rübergrubern. Warum? Ist es da nicht? Da hätte ich schon fahren können. Ach so. Ja, ist ja schon Robert. Okay. Das ist ja nicht ganz genauso breit. Aber das schaut anders aus jetzt. Das eine ist schwarz und das andere ist braun. Also das hat. Unterschiedlich. Bitte? Ist ja logisch. Da war vorher Gras. Das ist kein Gras mehr. Ja, aber dort, wo du gefahren bist jetzt, War da. Gras. Dann schaut es auch anders aus. Das umgehäckselte Gras ist. Da war ja beim letzten Mal nicht gemäht. Okay. Weil wir wachsen lassen beim letzten Mal noch, bevor wir aufgegangen sind. Machst du rauf, runter auch oder?
Okay. Wie schnell fährst du circa? Bitte? Kann ich doch gleich sagen. Ich brauch sicher länger als du. Nee, damit ich das Tempo anpasse, deswegen meine ich. Gut runter, logisch, voll. Ja. Ich habe nämlich Tempomat eingestellt, deswegen. Das habe ich auch. Wolf. Ah ja. Und dann fahre ich rauf und runter mit 12. Vielleicht hätte ich da die Runde auch fahren sollen. Runde. Bitte? Jetzt vielleicht noch eine zweite Runde fahren. Ich hätte vielleicht auch nicht rundherum fahren sollen. Also einmal rundherum vielleicht. Bitte. Oh. Was? Blödsinn, wie ich gesagt habe. Erheben.
das für die Hühner, das Weizen, was wir brauchen, Stroh, sowieso das Ganze. Aber ich glaube, das erste Stroh könnten wir auch verkaufen, weil gleich die Pfanne. Ja. Mit der Sämaschine die Baumstümpfe? Nein. Du? Vielleicht merkt man es ja mit dem Drescher auch nicht. Bin. Aber wenn, ist halt blöd. Ja. Also da sehe ich schon einen Fleck, den hast du auslassen. Wegen einem Baumstumpf. Ja. Glaube ich. Aus. Schaut zumindest so aus, weil das nicht ganz so schwarz dunkel ist wie die anderen Flecken. War da vielleicht noch Gras oder so? Ein Baumstumpf war da, das ist das Verdächtige. Okay, aber dann kann es sein, dass noch neben dem Baumstumpf Gras war. Also jetzt runden. Da habe ich jetzt nur das kurz gemacht. Wenn auch aufpassen. Weiter. Eben. Den Baumstumpf bin ich hängen geblieben da. Hattest du beim Umdrehen nicht anheben? Nein. Oben? Ah, okay. Weil bei mir geht nämlich auch ein bisschen Gras verloren. Oben. Ja, aber da drüber seht. Ja, Entschuldigung. Was mache ich das sowieso wieder kaputt? Was machst du kaputt? Ein bisschen was du schaubar hast. Ich muss ein bisschen überlappen. Weißt du was, da fahre ich dann am Schluss noch mal eine Runde rundherum. Ist ja wurscht. Na gut, wenn du hin und her fährst, dann hast du es eh mitgenommen. Ja, stimmt. Dann naja, unten nicht, weil unten habe ich das dann wegen die Bäume gemacht, aber ist egal. Ich würde sagen, mit dem Fleck nicht. Was? Ja. Wurscht. Müssen wir dann halt schon beim nächsten Mal. Naja, kann er dann noch hinfahren. Sagen dann, wo das war. Gut, jetzt habe ich schon drüber gerubert. Also drüber. Seht. Ja, gut, dann war ja kein Fleck dort. Also sonst hätte es ja nicht angesehen, wenn kein Feld ist. Ja, stimmt. Boah, da habe ich was auslassen.
Oder war das einfach nur so ein Glitch, ein kleiner? Ich glaube, dass das einfach das Gras ist. Das nehmen Baumstumpf, was wir nicht gemäht haben. Ah, okay. Weil der Baumstumpf eben dort war. Das kann natürlich sein. Alter. Weil da auch wieder ein Baum ist, den ich mitzert habe jetzt. Okay, Ungrad hast du auch eingestellt? Unkraut und Feldzerstörung haben wir. Okay. Haben wir ja gesagt, was wir machen. Das heißt, da braucht man Striegel eigentlich auch dann. Striegel ist nur für Gras. Ah, okay. Gras besser wächst. Bitte? Damit Gras besser wächst. Ah, okay. Ist schon was gewachsen? Du meinst, ist schon was gewachsen? Weil du gesagt hast, mit Unkraut. Weil was? Weil du gesagt hast, wegen Unkraut. Ist dort gestanden? Ist schon gewachsen. Na, dort, wo ich angesehen habe, ist irgendwas mit Unkraut gestanden. Ist schon gewachsen. Da steht nur. Ganz unten, Unkraut wachsend, Striegel. Dort, wo ich drüber gesehen habe. Vielleicht ist das das Neue, dass man auch einen Striegel verwenden kann. Drüber ist ein viel Gras. Hier würde ich sagen. Muss man dann, glaube ich, in der ersten zwischen ersten und zweiten Wachstumsstufe rüberfahren, glaube ich. Genau. Oder? Bestimmt. Ah ja. Ist es, glaube ich, wurscht. Gibt ja auch Striegel, mit denen kann man ansehen. Das, wenn man wirklich schon striegeln kann und gleichzeitig. Gut, ist die Ja, Frage, ob man super. da auch einen Dünger reingeben kann.
Gut, düngen musst du sowieso zweimal. Stimmt. Das Dann heißt, da das brauchen wir Sommer eigentlich soll auch nicht. eine Düngemaschine. Dünger hatten wir ja auch schon mal letztes Mal. Ja. Yeah. Aber Düngemaschine haben wir jetzt keine noch zum Beispiel. Gut, alles war klar, dass man es nicht leisten kann von Anfang an. Ja, eh. Das eh. Baumstück. Ich glaube, wir werden um diesen Mulcher-Dings nicht so rundherum kommen. Ja, nicht. Aber das Schneidwerk, was das liegt ja am Boden auf, das wird sicher noch mehr das spüren. Genau. Fahren. Ab. Bin. Da ist jetzt auch zum Beispiel ein Grasstreifen blieb ein bisschen. Ich bin mir in der Gegend unten. Vorbeigefahren ist, kann ich noch machen. Bin noch nicht vorbeigefahren, nein. Ich mein, minimalst nur, aber immer in den Grasstreifen, sag ich mal. Ungefähr. Ein, Das ist etwas. zwei. Kann ich da jetzt dann nur sagen, wenn ich unten bin wieder. Aber circa ein bis eineinhalb Spuren daneben, wo ich schon gesehen habe. Das muss man. Jetzt hier rauf, ich schau dann, aber. Ah, ich hab schon. Wie gesagt, ist nur Hab schon, hab minimal. schon. Wenn du meinst, sowas nicht ausbessern, dann sage ich Oh ja, dir aber das gleich. ist deswegen, da habe ich angehoben zu früh. Ah, okay. Oh, da habe ich jetzt auch zu früh angekommen. Tust du da eigentlich auch alles, wo die ganzen Baumstümpfe sind, machen? Ja. Okay. Das wird hart werden für den Drescher. Ich sage ja, ich würde alles machen. Aber wer Okay. benutzt das Land? Dort wäre ich nämlich zuerst ehrlich gesagt eher mit dem Baumstumpfentferner rübergefahren, bevor wir dort auch ansehen. Weil dort sind wirklich die wirklich harten Stämme drin. Hat man aber keine Ziegen. Ja. Wenn man das erstmal gegrubbert ist, dann haben wir auch eine bessere Übersicht dann. Das stimmt allerdings. Auf hast du da jetzt dann runden oder wie? Dann. Nur breiter, dass ich umdrehen kann, besser. Ah, okay. Der Hügel. Wenn ich da stehen bleiben muss, dann brauche ich wieder ewig, bis ich anfahre.
Könntest du nur versuchen, ob du einen Helfer anschalten könntest? Ja, kann ich. Machen wir jetzt aber nicht, hätte ich gesagt. Nein, nein, aber nur das, ob das schon mal geht. Wenn der Helfer geht, ein gutes Zeichen. Du hast ein kleines Stück auslassen. Passt. Oh, sorry. Die Seemaschine ist jetzt nicht angeschalten, weil ich einen Helfer aktiviert habe. Ja. Na, kein Problem. Solange ich drauf.